Es gibt sie noch, die Kinder, denen das Lesen Spaß macht und die sich schon im Kindergarten an Geschichten und Märchen begeistern konnten. Dass deren Anzahl gar nicht mal so klein ist, erzählte uns Anja Langer, die als wissenschaftliche Mitarbeiterin für den Lesewettbewerb im Novale Schloss Widerstedt verantwortlich war und eine Steigerung zur Veranstaltungspremiere im Vorjahr klar erkannte. Ja, deutlich. Also zum zweiten Mal, jetzt 2018 durchgeführt, merken wir, dass viel mehr Interesse da ist im ganzen Landkreis. Die Schüler fliegen sozusagen hierher und wir haben dann natürlich die Mühe, die Besten der Besten der Besten auszuwählen und herauszufiltern, weil die Qualität auch wahnsinnig gestiegen ist. Was ist für Sie persönlich das Spannende an dem Projekt? Dass wir die Lesefreude wecken und, sage ich mal, die Kinder ihre Lieblingsbücher mit hierher tragen und es einfach Spaß macht. Neben den Lieblingstexten und Gedichten galt es für die Kinder auch, im Finale einen unbekannten Text von Novalis oder Humboldt vorzutragen, den sie im Vorausscheid gezogen hatten und zu Hause ein wenig üben durften. Man staunte nicht schlecht, wie bereits die Erstklässler flüssig und betont ihre Texte vorlasen. Im Finale waren eben die Besten der Besten zu hören. Also es gab seit Februar, wo wir die besten Leser und Gedichtrezitatoren suchten, einen schulinternen Wettbewerb. Die besten Leser kamen dann zu uns. Dann wurde intensiv mit Autoren der Regionen, die gerade wunderbar auch international aktiv sind, in den Schulen trainiert und fleißig geübt. Und dann gab es vor 2 Wochen den Vorausscheid, wo die Finalisten festgestellt wurden, die heute hier antreten werden. Lampenfieber schien bei den Kids keine Rolle zu spielen. Souverän stellten sie sich der Jury, bestehend aus Dr. Gabriel Rommel als Mitglied des Vorstandes der Novale Stiftung, Mansfelds Bürgermeister Andreas Koch, der gleichzeitig auch Leiter der Regionalvertretung der Humboldt-Gesellschaft ist, Christine Heppner, stellvertretende Landrätin AD, und Christine Hachmeister-Hübner, Leiterin des Schul-, Kultur- und Sportamtes bei der Kreisverwaltung. Von einem Vertreter der Jury erhielten die Kinder unmittelbar im Anschluss nach ihrer Interpretation eine kurze Einschätzung und Bewertung, wobei bei den Besten der Besten nicht viel zu kritisieren war. Am Ende freuten sich in der Altersstufe 1, das war die 1. bis 4. Klasse, Romy Wetzel, Leonie Schulze, Larissa Wohlsein und Selina Marie Brauer, alle aus der Grundschule Mansfeld, und in der Altersstufe 2, 5. bis 12. Klasse, Serafina Schenk, Sekundarschule Allstedt, Jenny Zieme, Clara Pratschler, beide aus dem Humboldt-Gymnasium Hettstedt, und Luca Konitzny aus dem Martin-Luther-Gymnasium Eisleben über die Siegerplätze bei Lesern bzw. Gedichtrezitatoren. Alle Gewinner konnten sich über kleine Präsente freuen.